Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Respekt TV, das Magazin. Bei unserer täglichen Arbeit für ein respektvolles Miteinander haben wir es heute mit folgenden Themen zu tun. Respektschirmpaar Sandra Minnert und Bertin Eichler zu Besuch beim BMW Familientag am Stammsitz München. Respekt begrüßt seinen neuen Kooperationspartner, die DWP Bank. Respekt jetzt erst recht bei der Frankfurter Parade der Kulturen. Ein BMW-Familienfest, das gab es am Stammsitz in München über 10 Jahre lang nicht. Grund genug für die IG Metall-Vertreter, zusammen mit dem BMW-Betriebsrat das Familienevent mit über 90.000 Besuchern auf die Beine zu stellen. Herzlich willkommen zum BMW-Familientag 2012 am Standort München. Ein buntes und fröhliches Rahmenprogramm für Jung und Alt. Und mittendrin IG Metall-Vorstand und Respektschirmherr Bertin Eichler, dem die Fun-Aktion sowie Jugendaktivitäten an allen Veranstaltungsorten richtig gut gefallen haben. Ich finde es klasse, dass BMW endlich mal wieder seit 10 Jahren hier ein Familienfest macht. Ich denke, die Belegschaft hat es auch verdient, mal so eingeladen zu werden. 90.000 Leute sind da, habe ich vorhin gehört. Ja, und wir. Und es freut mich, dass BMW, vor allen Dingen natürlich der Gesamtbetriebsrat und die örtliche IG Metall, dafür gesorgt haben, dass wir als Respektinitiative hier ebenfalls eine Rolle spielen. Tanzeinlagen am Respektstand. Hier ging es mächtig lebendig und ordentlich bunt zur Sache. In dem Werk arbeiten über 90 verschiedene Nationen. Respektvoller Umgang bei den Beschäftigten ist genauso wichtig wie der respektvolle Umgang innerhalb der Gesellschaft. Für die IG Metall hier am Standort München war es zudem aus einem ganz speziellen Grund ein ganz besonderer Tag. Es ist der IG Metall hier und dem Gesamtbetriebsrat gelungen, dass 6.000 Leiharbeiter bei BMW in festes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Das ist doch ein gutes Ergebnis, eine tolle Botschaft, auch im Sinne unserer Respektinitiative. Diese freudige Nachricht am Tag des Familienfestes zu verkünden, ist doch eine richtig schöne Sache. Das Respektschirmpaar Eichler und Minnert zusammen auf der ganz großen BMW-Bühne. Beide berichten über die tolle Arbeit der Initiative, während woanders mit Eifer und viel Freude der Kampf der Geschlechter in die entscheidende Runde geht. Alles in allem ein erlebnisreicher und schöner Tag. Ich finde es super, wenn man sowas macht. Sehr gut. Vor allem kann man mal ein bisschen Einblick irgendwie kriegen für die ganzen Sachen, die man eigentlich nicht kennt. Normalerweise sieht man ja nicht so viele Menschen unterwegs, aber man sieht in dem Sinne, dass München sich mit BMW identifiziert und das ist das schönste Gefühl, was man mitkriegen kann in München. Man bringt eigentlich die Arbeitnehmer und die Familien zusammen. Also. Super. Das ist eine klasse Sache heute. Wir haben einen so guten Familientag, wo wir was für unsere Mitarbeiter und deren Familien tun können. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und dass wir so einen guten Ansturm hier auf unserem Betriebsrat und unseren Respektstand haben, ist wirklich eine tolle Geschichte. Man sieht es, denke ich, auch bei mir im Hintergrund. Es ist Wahnsinn, was wir für einen Andrang haben. Und zum Teil kamen sie von ganz weit angereist und fuhren mit Respekt unter dem Arm wieder zurück nach Hause. Unter dem Motto, unsere Stärke sind wir, wurde scharf geschossen, wild um die Kurven gerast, gesungen, gestaunt, applaudiert. Bis dann leise Servus gesagt wurde. Ein wunderschöner Tag ging für alle leider viel zu früh zu Ende. Die Respektinitiative begrüßt einen neuen starken Kooperationspartner, die DWP Bank. Wie wichtig Respekt in Zeiten von Schulden- und Finanzkrise ist, zeigt sich durch das Bekenntnis des Branchenprimus zur zwischenmenschlichen Nachhaltigkeit. Respektschirmfrau Sandra Minnert in großer Mission. Durch die Schildeanbringung mit den Vorständen der DWP Bank wird die ab 1. Juli beginnende Kooperation zwischen der Respektinitiative und der Deutschen Wertpapierservice Bank AG, kurz DWP Bank, besiegelt. Eine Bank bekennt Farbe und setzt ein klares Zeichen. Das bedeutet für uns, dass unsere Mitarbeiter das täglich sehen. Wir haben es ja an einem vielbesuchten Platz gehängt, damit eben die Mitarbeiter daran erinnert werden und selber aktiv werden.
Mit der DWP Bank hat sich die Respektinitiative einen richtig starken Partner ins Boot geholt. Das Bankinstitut spielt in seiner Branche in der ersten Liga ganz weit oben. Wir machen Wertpapierabwicklung für 3/4 aller deutschen Banken, sind also Marktführer und gut vernetzt auch in der Bankenwelt. Dass es überhaupt zu dieser starken Partnerschaft gekommen ist, haben wir diesem Mann zu verdanken. Amman Esas ist Mitarbeiter bei der DWP Bank und auch gleichzeitig Respektbotschafter. Der 38-Jährige arbeitet schon seit über 20 Jahren als Jugendtrainer bei der TSG 51 Frankfurt. Irgendwann kreuzten sich die Wege von Amman und Respekt. Es hat eigentlich damals damit angefangen, dass wir eigentlich für Traininganzüge für unsere Kiddies haben wollten, weil ich ja Jugendtrainer bin. Und da war der DWP so begeistert, wo die gesagt haben, da werden wir auch gerne mitmachen. Die Vision der Initiative ist es, ein nachhaltiges Umdenken in den Köpfen zu erreichen. Diesbezüglich gibt es noch viel zu tun. Da passt was zusammen. Und da passt was zusammen dementsprechend, was wir in unserer Unternehmung für wichtig erachten, nämlich uns werteorientiert aufzustellen, dementsprechend die Werte weiterzutragen, die Menschen dabei auch abzuholen und dann im Prinzip den Schlag über die Gesellschaftsseite zu machen, über ihre Respektinitiativen. Da passt was zusammen. Manchmal nennt man das ja auch ein Kopf und Arsch oder wie auch immer, aber da passt was zusammen. Das passt. Sandra Minnert schildert hier Vorstandschef Dr. Walch Erfahrungen aus ihrer aktiven Fußballerzeit. Geschichten, die dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen. Ich bin selbst Vater von zwei fußballspielenden Jungs und ich kenne die Geschichten alle. Und bei manchen Auswärtsspielen in der Tat, da ist Respekt vor anderen Kindern, die auch spielen, aber die halt etwas anders aussehen, etwas anderen kulturellen Hintergrund haben, nicht immer gegeben. Und insofern freue ich mich, dass wir das unterstützen konnten. Hat Spaß gemacht. Als Sandra Minnert dann vor allen Mitarbeitern spricht, erntet sie viel Beifall und Bewunderung. Sie hat in ihrer Karriere so ziemlich alles erreicht. Jetzt ist sie an der Spitze der Initiative und viele wollen ihr folgen. Ich will jetzt endlich diese Respekt-T-Shirts und da soll draufstehen, powered by DWP Bank und zu Hause, da bin ich auch immer noch ein bisschen engagiert im Handballverein und ich finde das einfach klasse, wenn unsere Jugendmannschaft mal so auflaufen würde, zum Warmmachen und zeigen würde, wir stehen für was. Das finde ich cool. Danke Amman Esas für diesen sensationellen Kontakt und Applaus für einen neuen, starken, sympathischen Partner, den wir im Hinblick auf die Realisierung unserer Ziele dazugewonnen haben. Gemeinsam mit dem diesjährigen Schirmherr der Parade der Kulturen, Eintracht Frankfurt Urgestein Oka Nikolov, warb Respektschirmfrau Sandra Minnert für ein friedliches und tolerantes Miteinander in unserer Region. Die Parade der Kulturen zog am 23. Juni 2012 zum 8. Mal durch Frankfurt und setzte damit ein Zeichen. Unter dem Thema Respekt, jetzt erst recht gegen Rassismus und Ausgrenzung begann die Parade am Untermainkai, zog an der Hauptwache vorbei und endete auf dem Römerberg. Ein Schwerpunkt des Frankfurter Jugendrings, dem Veranstalter der Parade der Kulturen, bildet die Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Eintracht Urgestein und Respektbotschafter Oka Nikolov hat auch die Schirmerschaft der Parade übernommen. Wie es zur Zusammenarbeit mit Respektinitiator Lothar Rudolph kam, erzählte er uns. Und er hat mich gefragt, ob ich hier das übernehmen kann als Schirmherr auftreten kann. Und wenn ich helfen kann, mache ich natürlich gern. Gerne erfüllte er Autogramm- und Fotowünsche. Am Respektstand unterhielt er sich mit Schirmfrau Sandra Minnert und unterschrieb im Buch 100 Menschen, 100 Geschichten, in dem er ebenfalls mitwirkte. Andere Kulturen sind ihm nicht fremd, wie man hört. Ich bin ja einer, der reist gern und interessiere mich auch für andere Länder und interessiere mich auch für andere Kulturen. Und es ist immer interessant, halt neue Sachen zu sehen. Auch dieses Jahr wurde Frankfurts Vielfalt durch bunte Kostüme und munteres Dahintreiben gezeigt. Wir freuen uns auf die nächste Parade der Kulturen. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Ausgabe von Respekt TV, das Magazin. Als Schmankerl zum Schluss, wie in den vorangegangenen Sendungen, haben wir es jetzt mit Tilman Döring zu tun, der auf seine unnachahmliche Art und Weise es auf seinen ganz eigenen Punkt bringt. Wir sind nichts als talkend, talkende Talkmaster unserer eigenen Show, verlieren den Verstand und bleiben stehen vor lauter Stoppen and Go, geilen uns auf im Go-Go-Girl-Rausch, rauschen vorbei und rauchen uns high. Sind im Flow und sind frei, doch sind sinnfrei im Flow, sind nichts als falsch besetzte Hauptrollen unseres eigenen Films, nichts als talgbenetzte Schaumschollen unseres eigenen Willens. Wollen zu viel und wollen davon noch mehr, doch anstatt mit Menschen haben wir mit Datenverkehr.
Wir sind nichts als torkelnd trabende Cyborgs im Cyberspace labend an Highscores, definieren im Live-Porn die Peitschnorm, doch sind blind und suchend auf allen Vieren, finden wir kein Korn. Doch sei's drum, Energy-Pumpen bringt doppelte Leistung und Runden um Runden koppeln wir uns bis dann zur Scheidung. Als Grund dann meistens kein Sex, weil fehlender Eisprung. Wir sind durchstrukturiert, organisiert bis zur Onanie, bis zur Verpeilung. Verkeilt und verkabelt auf eisernen Pfaden reihen wir Reifen an Reifen wie Streifen an Tafeln. Wir sind nichts als torkelnd tanzende Traumtänzer, Drohnen, die im Morgenlicht wankend kein Schaufenster schonen, sind auf Brautschau im Saustall der Showgirls, sind auf Haut aus, bis der Aufprall uns hochwirft. Hochfrequenzartig atmen wir aus, stellen uns zur Schau und erwarten Applaus. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja! Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Anti-Idiotikum. Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Anti-Idiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Anti-Idiotikum. Ihrer Umwelt zuliebe.